Ich vertraue Ihnen nicht. Er vielleicht, ich aber nicht. Ist notiert. Das Vertrauen meines Freundes ist nicht von Belang, Spartan. Es ist mein Vertrauen, das Sie sich verdienen müssen. Gebieter? Sie sind ein Jäger, ja? Und Sucher von Dingen. Nicht die offizielle Stellenbeschreibung, aber nah genug dran. Und jetzt jagen Sie andere Spartans? Ich bin nicht auf der Jagd nach Spartans per se, sondern nach dem Spartan. Oh, Sie suchen. 117. Die Identität Ihrer Beute war mir nicht bewusst. Deshalb teile ich es Ihnen jetzt mit. Wir reden hier immerhin über Vertrauen. Darf ich Sie etwas fragen? Ihr Volk hat ihn immer Dämon genannt. War das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Eine Beleidigung, sicherlich. Aber eine, in der Respekt mitschwingt. Er war mein Feind, ja. Aber mit der Zeit wurde er ein Verbündeter. Sogar ein Freund. Die Ereignisse, die zu dieser Bindung führten, waren kompliziert. Sind Sie sicher? Ja, Sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring. Und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen, sicher verstehen Sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flood konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte... Es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Ein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Naja,
Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark VI, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu... Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Na los, bewegen Sie sich, probieren Sie es aus. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon.
Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Absolute Ketzerei! Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keyes, Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der Besten verloren. Direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. An alle, besetzt die Kampfstationen. Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten. Die sind eingeklinkt. Gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation. Die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Kairo. Dieses Schott. Sobald diese Tür aufgeht, zeigt sie. Keine Übung. Wiederhole. Das ist keine Übung. Wie gefällt dir das, Körper? Sicherheitsstation 3. Hoftüren dicht machen.
Sicherheitsstation 4 wird angegriffen. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Konzentrieren Sie sich aufs Enterschiff, Chief. Die Marines machen den Rest. Noch mehr Enterschiffe in Ihrem Gebiet, Chief. Ha!
Alarm! Feinde auf der Kommandobrücke! Ich wünsch dir die Pest an den... Verlassen die Athen! Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Einen habe ich ausgeschaltet. Kampfeinheiten in die Druckzone. Alle Mann in die Druckzone. Waffenkammer, darin gesehen. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind an Bord.
Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Nicht mehr viel Zeit, Chief. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's Alarm. Laut. Eindringlinge im Bankbau-Trockendorf. Alle Mann zu den Evakuierungsstationen. An alle, wir verlassen die Station. Träger brechen durch, Sir! Sie nehmen Kurs auf Kairo! Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch! Folgt mir! Der
ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Wie viel Zeit hatten wir noch? Fragen Sie mich lieber nicht. Kairo, hier ist die NM erklärt. Transporterschild ausgefallen, bin in Position, bereit für sofortigen Angriff. Negativ, Commander. Nicht bei einem Schiff dieser Größe und nicht allein. Sir, Erlaubnis, die Position zu verlassen. Zu welchem Zweck, Master Chief? Um der Allianz die Bombe zurückzugeben. Erlaubnis erteilt. Ich weiß, was Sie denken. Das ist verrückt. Gut, bleiben Sie hier. Leider muss ich Ihnen sagen, ich mag Verrückte. Nur noch eine Frage. Was, wenn Sie scheitern? Wehrt dich nicht. Thank you.
fliegt er ziemlich gut. Chief, rein da, fertig machen. Der Kampf geht auf dem Planeten weiter. Eine Nachrichtenschleife. Bedauern, bedauern, bedauern. Spannend. Und was bedeutet das? Liebe Menschheit, wir bedauern, Alien-Bastarde zu sein. Wir bedauern, dass wir hier sind. Und wir bedauern, dass das Corps gerade unsere miese Flotte... Sergeant, der Name eines geistigen Führers der Allianz, eines Propheten. Er ist auf diesem Transporter und er bittet um Hilfe. Achtung, Raster Kilo 2-3 ist heiß. Empfehle Abbruch der Mission. Roger, Ende. Sie sind dran, Sarge. Dann mal los. Bereit machen, Marines! Raster Chief, Transporter entern, um den Propheten des Bedauerns zu holen. Das ist die einzige Stelle, an der die Allianz zu landen plant. Der Prophet wird uns sagen, warum. Los doch, wir vergeuden Zeit. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Mit Sicherheit, dass wir hier sind. Da kommen sie. Da ganz oben. Anzugehen. Weiter auf der Straße, links.
vollgepumpt. Kerle, die fallen über die Dächer. Durchlöchert wie ein Käse. Seite, ganz unten. Ein Mädchen ist zu groß für den Innenhof, Sergeant. Ich sehe eine brauchbare LZ auf der anderen Seite dieser Gebäude. Dort treffen wir uns. Over. Verstanden. Sprengladung am Tor anbringen. Thank you.
Zurückbleiben, Marine. Der Schiff zeigt euch, wie man's macht. Sergeant, ich brauch sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Leitschutz.
Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Vorsicht, Kumpel! Vorwärts, Muchachos! Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Juhu! Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Mann, ich liebe den Strand! Rein in die Badehose, Kumpel! Schluss mit dem Tratsch, wir stecken in Schwierigkeiten. Sie können mich immer chauffieren, Chief. Autsch! Autsch! Das tut schweinisch weh! Hey, schau mal, wer hier den kurzen Halm gezogen hat. Thank you.
los und kämpf! Au! Führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Diese Typen lernen das wohl nie. Au! Au! Oh Mann! Thank you.
will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Die ging knapp daneben. Kaliber 50, Raketen, nichts passiert. Wo ist der Rest Ihres Platoons? Erledigt, Sarge. Sind wir bald auf, Sir, wenn wir hier nicht verschwinden. Verletzt, Marine? Nein, Sir. Dann hören Sie zu. Der Chief wird den Panzer nehmen, die Brücke überqueren und jeden in die Brücke dumm genug ist, sich zwischen ihn und den Propheten zu stellen. Reißen Sie sich zusammen, denn Sie gehen mit ihm. Was ist mit diesem Scarab? Wir haben das doch durchgespielt. Sie sind tough, aber nicht unbesiegbar. Haltet euch beim Master Chief, er weiß, was zu tun ist. Yes, Sir, Sergeant. Danke für den Panzer. Mir bringt er ja nie was mit. Oh, ich weiß doch, was Damen mögen. Thank you.
nette Begrüßung. Hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Wir bilden die Nachhut, Sir. Ausgeschaltet!
Eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths, die sind am gefährlichsten. Thank you.
Gebäude ist ein Marine-Kommandoposten. Wir müssen denen doch bei diesem Scarab helfen. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Thank you.
kommt es nicht weiter, es sitzt in der Falle. Und zurück zur In Amber Clan. Roger, Ma'am. Status. Sir, der Prophet will abhauen. Er bitte Erlaubnis zum Angriff. Negativ, Commander. Ich schicke 2 Puma für Abfangmanöver. Raumriss gleich vor dem Bug des Ziels. Es wird gleich springen, innerhalb der Stadt. Keine Zeit mehr, Sir. Grünes Licht für Angriff. Schneller, näher ran da. Ma'am, ohne genaue Zielangabe? Wir dürfen es nicht verlieren. Wie weit müssen wir den denn noch schleppen? Gibt doch genug Zellen. Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter gebrauchen. Wie? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt. Und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Daumen lutschen der Grunts. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was Besonderes mit ihm vor. Hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen. Der Rat verurteilt Sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird Ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über Ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom ersten zum letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger, der Grunt-Aufstand. Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren.
Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war ihr Fehler und sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären sie Gebieter, sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen die einen ein. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle, ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter. Bei dem Blut unserer Söhne. Wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eid brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade. Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Lügen. Wir werden sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht ihnen. Das Mal verwirkt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter. Der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich, ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei. Anführer, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Der Prophetengebieter und sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Erste Lanze bereit. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Aktive Tarnung einschalten. Zeigt euch erst, wenn der Gebieter den Kampf mit dem Feind aufgenommen hat. Am besten, Sie machen das auch, Gebieter. Aber Vorsicht! Ihr System ist nicht so neu wie unseres. Ihre Tarnung hält nicht ewig vor. Ah!
Mal gehen Sie nachsehen. Du fangen! Elite nicht gut. Es hat Deckung. Weglaufen, weglaufen. Heiligen Krieger der Sacred Ring. Warum haben die sich mit den Ketzern verbündet? Sicher,
Sollte ich dir das verzeihen? Noch mehr Ketzer! Da, unter uns! Gebieter. Ein Idiot, so nah heranzukommen. Gut gemacht. Wie lange wirst du dich denn noch verstecken, Zeit?
Der Prophet der Wahrheit lässt schön grüßen, Ketzer. Du bist kein Krieger. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Aber passt auf, ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Thank you.
keine Spur vom Anführer der Ketzer oder seinem Banshee. Also weitersuchen. Was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie.